Herzlich willkommen hier bei YouTube und gleichzeitig bei YouNow. Also bitte benehmt euch angemessen. Neues Spiel starten, wir sind hier bei Day of the Tentacle Remastered. Möchtest du die Entwicklerkommentare aktivieren? Nö, machen wir nicht, ne? Nö, brauchen wir nicht. Gut. Ich habe hier tatkräftige Unterstützung. Und das Intro startet mit dem Fisch. Soll ich das Intro abbrechen? Wollen wir direkt loslegen? Ich bin durstig. Oder meinst du, die Zuschauer sollten das sehen? Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Okay, ich brech's ab. Wir fangen direkt an. Geht nicht. Man kann, wie bei der Remastered-Version von Monkey Island, das Intro nicht überspringen. Als könnte ich. Als könnte ich. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Vern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Sieh mal, Hogi, ein Hamster. Genau ein Hamster. Das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Vern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. LucasArts Entertainment Company presents Day of the Tentacle. Okay, geht das jetzt endlich hier mal los? Boah, ich bin dran. Ja, ich kann das nicht abbrechen. Das Intro muss durchlaufen. Dann machen wir, was ich will. Ja, warte einfach, bis du dann spielen kannst. Dann komme ich dann wieder. Das sind aber ganz schön viele Credits und so. Was da steht. Music, Digital Effects. Bei dir an der Konsole auch so, dass du das Intro durchgucken musst? Ja. Moin Marco! Ja. Das kann doch nicht sein! Ist denn das jetzt bald mal hier am Anfang? Ich will spielen! Ich will Unreal Tournament spielen! Alter, ist der Weg im Bange. Alter.
glaub, jetzt, okay, jetzt haben wir es geschafft. Welcome. Hara, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hogi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Ja, jetzt kommt und ich mache die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Frank die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Oh, das ist ja Chuck, die Pflanze. Hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt? Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? So, jetzt wird hier erklärt, die Dot-Steuerung. Dot. Bewegen. Ich würde viel lieber diese alte Steuerung haben. Das sieht mir hier schon wieder so viel zu kompliziert aus. Ja, ist ziemlich kompliziert jetzt, aber wir müssen halt jetzt mit dieser Steuerung halt uns dran gewöhnen. Also. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Da ist Chuck die Pflanze, wie ich gesagt habe. Und was muss ich jetzt machen? Kaugummi mit Groschen drin. Ah ja. Mit der rechten Maustaste kann man das jetzt hier nehmen. Es klebt am Boden fest. Nee, es klebt am Boden fest. Das war schon mal nix. Den Zettel. Den Zettel. Brauchen wir den? Nimm. Ja, hat funktioniert. Was ist denn das? Ein Zettelständer? Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Das Schild, die Aushilfe. Das kannst du ja nehmen. Was, das Schild? Welches denn? Am Fenster. Ah! Ja. Okay. Pendeluhr. Telefon. Ah, Groschen. Beim Telefon hat es drin so einen Groschen drin. Und den jetzt könnten wir benutzen. Außer Betrieb. Hier. Öffne Tür. Gehen wir mal ins Büro. Okay, wir gehen die Treppe hoch. Hogi sieht hier schon nach dem Rechten. Ah, geht nicht. Man kommt nicht hoch. Auch. Musst du beim Office rein. Beim Office, okay. Also, wir haben ein Textbuch, wir haben ein Zettel, wir haben ein Aushilfe gesucht, Schild, ein Groschen. Stopp. Achso, du bist am Anfang. Und ein Kalender von Darth Vader. Also, mit Darth Vader. In der guten alten... Ich habe davon 3 Stück zu Hause. Oh. Den kann man nicht nehmen, den Kalender. Ich wollte eben gerade sagen, in der guten alten Adventure-Zeit, man muss immer alles mitnehmen, was man findet. Ich glaube, man muss schon sehen. Eben gerade habe ich das Sparbuch eingepackt. Schweizer Sparbuch. Das erinnert mich an einen Schweizer namens Coinchecker. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt auf den draufkomme. Irgendwo habe ich den schon mal gehört, den Namen. Jetzt kann ich als Hogi zocken. So, was können wir denn hier im Office noch machen? Die Schublade vielleicht die öffnen? Die Pendeltür, oh. Dr. Edison. Tipp-Ex. Das ist eine Flasche Korrekturflüssigkeit. So, ich bin mal raus, ne? Also, ja. Okay, wir spielen noch ein bisschen weiter. Ja, tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö. So.
Hast du noch einen Tipp für mich? Ich? Ja. Die Pendeluhr machen. Die Pendeluhr, wo ist die? Draußen. Ja, im Haus. Und was mit der machen? Öffnen? Öffnen. Aha, ein Geheimgang. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Eindringling. Das war die erste Errungenschaft in Steam. Yippie-yay! Strike! Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke. Weil das Intro so lang gedauert hat, was man nicht überspringen konnte, sieht man jetzt leider nicht so viel von dem Spiel. Oh ja. Jetzt erinnere ich mich. Ja. Er ist unglaublich böse, oder? Und wir müssen auch schon direkt gleich wieder Schluss machen. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Klick. Verdammter Mist! Verdammter Mist! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Popo Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern. Du neugieriger Milchtoast, Versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, nee, Marco, meine Maschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ich bin erst um 5 schlafen gegangen heute. Für Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Ab zur Zeitmaschine. Jawohl. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder. Der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Toasty. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Marco, ich um 9. Was? Heute Morgen um 9 oder gestern Abend um 9? Soweit, so gut. Soweit, so gut. Es funktioniert. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Was ist denn das für ein abgedrehtes Spiel? Ich wusste ja schon immer, dass es ein bisschen strange ist. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert! Ich kann es nicht glauben. Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Ogi in der Vergangenheit und Laverne in der Zukunft. So, ich glaube, dass jetzt hier es jetzt weitergehen würde, aber wir müssen einen Cut machen, weil das Video sonst zu lang wird. Was ist mit Hogi und Laverne passiert? Aber die Zwischensequenzen sind ja auch ewig lang. Diamanten kaufen sollen. Leben sie noch? Laut meiner Anzeige ist der Dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Ich mache Na los, bringen Sie sie zurück.
werde ich ja, sobald wenn ich jetzt hier gleich wieder spielen kann, drücke ich erstmal. Wie kann man denn speichern? Weißt du das? Anschließen und? Anschließen? Wo soll Hugi denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich eine Errungenschaft bekommen habe. Dadurch, dass wir die, aber wo habe ich die Pendeluhr aufgemacht haben. Pläne? Wie sollen wir Hugi denn aufbringen? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ah, da. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens... Pläne finden. Bei mir läuft es noch. Welt retten. Aha, also drittens, wenn dann wieder laufen kannst, Haus. Oder? Los geht's. Ja. Also jetzt gleich. Dann, eine Sekunde noch. Geküsst, glaube. Also Escape. Jetzt geht's wieder. Okay. Jetzt kann ich laufen. Ja, Escape. Escape, dann siehst du hier diese Floppy Disk hier. Du klickst da drauf, ja, und dann kannst du speichern. Genau. A, B, C. 13 Minuten, ey. Geheimlabor. 2% Fortschritt. 14 Minuten 23. Oh, Spielzeit. Sehr schön. Oh, ein Konzeptentwurf. Habe ich gerade freigeschaltet. Wie hast du das gemacht? Unter Bonus. Ach so. Dann würde ich sagen, gehen wir hier. Also hier, Bonus. Konzeptentwürfe Galerie. Muss man die. Oh, das sieht ja mal cool aus. Das sah mal hart aus. Aber ja. Der Chronodon. Zeitmaschine. Okay, dann soll es das gewesen sein für unser erstes. Oder wir machen einfach nur ein Let's Show draus. Oder wollen wir das weiterspielen? Wir wollen das weiterspielen. Wir wollen das weiterspielen, dann wird es ein Let's Play. Ja. Definitiv. Wenn wir mehr Zeit haben, wenn wir wieder Lust haben. Wir haben ja jetzt gespeichert. Aber dann müssen wir das wirklich durchziehen hier. Dann müssen wir das unbedingt durchziehen. Siehst du, was ich meine? Durchziehen. Bis zum Schluss. Ja, durchziehen. Bis zum Schluss. Okay, dann, liebe YouNower und liebe YouTuber. Weiß ich. Wir machen jetzt die Aufnahme auf Stopp. Und das war's dann. Also, 3, 2, 1. Stop. Und tschüss.